Was geht ab, meine Damen und Herren, hier in der ersten Stunde Gang. Ich hoffe, ihr habt euch auf das Video vorbereitet, denn heute wird wieder richtig rasiert, Freunde. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like, Kommentar, Leute, spammt die Kommentare, Glocke aktiv. Hä? Das ist ja gar nicht mein Kanal, Digga. Verpiss dich von meinem Kanal, Junge! Ja, ich weiß, sehr viele von euch sind gerade einfach verwirrt, aber packen wir mal dieses Verwirrtsein zur Seite. Ich habe ihn gezwungen, dieses Video zu machen und er denkt, er macht einfach nur dieses Intro von diesem Video, aber weiß gar nicht, dass es heute eigentlich nur um ihn geht, Digga. Heute wird wieder richtig rasiert, Freunde. Schau mal, Jamo, nimm mir das nicht übel, weil korrekt ist korrekt, du hast dieses Video gemacht, aber ich sag dir ehrlich, Digga, mich fuckt eine Sache an dir ab und das sind diese Fake-Pranks, Alter. Du und deine Freundin Aldi Girl seid schlimmer als Prank-Bros. Autokratzer-Prank an mich. Jamo Zermattag 1. Junge, was ist das für ein Intro? Ich dachte einfach, Disney Plus ist aus Versehen angegangen, Mann. Was geht, Leute? Was geht, Mann? Es ist Zeit für ein neues YouTube-Video. Jamo wollte heute so... Ey, ich erspare euch das, Digga. Sie flüstert eine halbe Stunde lang, dass sie irgendwie Jamo pranken will mit einem Autokratzer-Prank. Und mal gucken, was sie jetzt macht, Digga. Ach, scheiße. Ich hoffe, ich kriege das realistisch hin, dass man wirklich denken könnte, dass es echt ist. Und ich mache das auf jeden Fall auf meine Seite. Ey, Jamo ist ein richtig dreckiger. Er hat dir dieses Business erklärt und meinte, ey, wir haben Jamo Zimmermann. Wir müssen auf 8 Minuten kommen. Lauf mal richtig slow-mo zu dem Auto, laber irgendeine Kacke, die dich interessiert und los geht's, Alter. Okay, ich hoffe, es funktioniert. Scheiße. Hier sind sogar ein paar Kratzer schon von mir. Ich orientiere mich einfach da dran. Oh mein Gott. Mach jetzt! Bruder, bis es losgeht, beginnt schon nächster Ramadan, Alter. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das ist wohl der riesige Kratzer, den Jamo nicht kennt angeblich und auf den er gleich reagieren wird. Jetzt müssen wir den analysierenden Boss machen. Das Ding ist, das kann man mit den Finger leicht wegwischen, okay? Und Jamo wird jetzt in der Zeit unterwegs sein und wieder nach Hause kommen und plötzlich, oder guck einfach selber. Was geht, Leute? Jamo hat uns was zu essen geholt. Ich habe jetzt im Parkhaus mich hinter so einem Ding versteckt, dass er mich nicht sieht, wenn er kommt. Wetten, man sieht sich, man wird dich perfekt sehen können. Also ich weiß ja nicht, der Balken ist so dick und wenn da jemand mit Kamera dahinter ein bisschen filmt, das erkennt man doch schon, Digga. Bruder, und die wollen mir jetzt ernsthaft erzählen, ein Fleck, den man so mit Hände, mit Finger wegbekommt, hat die ganze Fahrt gehalten. Oh mein Gott, ich bin so auffällig, aber sieh mich nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, das haben wir doch gehört, Digga. Diese Stimme als Prank Bros, Digga. Ey, sein Auto wurde zerkratzt. Das Erste, an was er denkt, ist ein TikTok zu machen und dann in die Story zu leiten mit, ja, in meiner Story könnt ihr sehen, wie mein Auto zerkratzt wurde. Ey, diese random Sounds, ich bekomme einfach Knacks, Digga. 10-mal Jumpscare wegen dir bekommen. Nein, sie filmt dich nicht. Sie hält dir einfach nur so die Kamera in die Fresse. Warum hat es bei ihr geklappt, aber bei dir nicht? Ach, das ist der Prank war real, Digga. Also ich denke, Elena hat einfach nur Zauberhände, Mann. Aber Freunde, wenn wir schon A sagen, können wir auch B sagen, Digga. Ich fand zum Beispiel eine Sache cool bei Jamo. Ja, mag ich mehr Geld, Jamo? Ich fand sein Video cool, wo er so einen Zuschauer, der auch irgendwie so eine Krankheit hat, ne, so trifft und ihm eine Freude macht und... Was geht ab? Alles klar? Oh, das hat mich voll glücklich gemacht, Digga, aber irgendwie ist... ich sehe so einen Tag später postet er so ein TikTok, dieser Junge. Ich bin's. Leute, ich bin krank. Ich hab ganz doll hart. Bis morgen 18 Uhr! Ach ja, wichtig. Ihr seid jetzt nicht jeden Tag 18 Uhr da. Ich zieh jetzt wirklich durch und immer liken, dann gucken und kommentiert 10 Mal und bis morgen.